Hallo und herzlich willkommen zurück zu Back to the Future, the Game. Immer noch in Episode 4 und ich war in der letzten Folge etwas ratlos, wie ich denn hier die Gedankenkarte für den jungen Doc erstellen kann. Ich habe es nach wie vor immer noch nicht rausgefunden. Aber wir haben hier ein Fotobuch und das holen wir uns jetzt, weil Trixie braucht definitiv noch ein Fotobuch für ihren Auftritt. Und, hey Emmett, ich habe eine Idee. Was? Warum bringe ich dein Fotoalbum nicht einfach zu Edna? Dann kann sie eins aussuchen. Großartige Idee. Sie hat einfach ein besseres Auge dafür. Ha, danke, Kumpel. Nicht der Rede wert. Gut, damit hätten wir das Fotobuch. Wunderbar. Was ist das eigentlich nochmal? Der Reiniger wirkt nicht sonderlich tragbar. Na, genau, das war der Reiniger. Aber die ist tragbar. Eine Parfümflasche? Ja, nein, klar, es ist eine Parfümflasche. Aber da drin ist eine konzentrierte Dosis meines Allzweckreinigers. Dieses Spray sollte für die nächsten 12 Stunden halten, bevor seine chemischen Bestandteile in eine Reihe stoffzerfetzender Enzyme zerfallen. Clever. Ach, guck an. Na, ist das ein Weg mit dem Zaunfall so, dass die Kamera draufgefahren ist? Kann ich das vielleicht nehmen? Was zur Hölle ist das? Was? Sorry, ich dachte, ich hätte eine Tarantel gesehen. Eine Tarantel. Ha, gut. Okay. So, lief jetzt wie am Schnürchen. Frag mich nicht, woher ich das jetzt irgendwie alles gerade aus dem Kopf ziehe. Aber ganz ehrlich, die Dusche wollte ich mir nochmal angucken, weil er hat sich ja wunderbar darunter gestellt. Und dass das jetzt da rauskommt. Aber ich frag mich, was machen wir jetzt mit der Sprühflasche? Emmett sagt, dass dieses Zeug alles sauber kriegt, aber es ist nur 12 Stunden haltbar. Zu dumm, dass ich keine 12 Stunden habe, oder? Vielleicht, überlegen, vielleicht kriege ich das hier irgendwie mit einem Gemisch oder so noch irgendwie schneller zum Verfallen oder tausche das Gebräu da drin aus. Okay, so, wir wollten eine Gedankenkarte für Emmett machen. Mal gucken, laut Emmett druckt dieses Ding Gedankenkarten. Ich glaube, das habe ich in der letzten Folge schon 3 Mal gemacht. Entschuldigung, darf ich? Natürlich! Ah, das muss Mr. Needlemans Karte sein. Die kommt in den Stapel zu den anderen Rowdies. Ja, und was bringt uns das jetzt? Nix. Ich glaube, wir haben hier Karten drin liegen. Das heißt, ich glaube, ich muss jetzt irgendwie nur das Ding anmachen. Naja, muss auch treffen. Gut. Und jetzt muss ich wissen, wo ist denn hier Projektor? Edna. Machen wir es uns einfach. Wir haben ja gelernt, ne? Stromschlag ist negativ. So. Jetzt würde ich gerne irgendwie was dir wechseln. Ein Bild von Edna. Da Emmett scharf auf sie ist, soll sie wahrscheinlich eine positive Reaktion auslösen. Die. Laut Emmett druckt dieses Ding Gedankenkarten. Du sollst es aber nicht drucken, du sollst es einfach nur protokollieren. Wenn ich es wieder ausmache, kann ich wieder von vorne anfangen. Das ist nicht richtig. Muss ich vielleicht 2 negative Reaktionen hervorrufen? Kann ja nicht so sein. Vielleicht ist es dann erst fix. Sieht nicht danach aus. Gucken, ob ich die Karte da rausziehen kann. Wenn ich Emmets Gedankenkarte nehme, sollte ich sie besser mit einer anderen austauschen. Habe ich eine Gedankenkarte? Nein, habe ich nicht. Ach, Kinders. Lustig. Sieht aus, als gäbe es eine Menge Rowdies. Bis jetzt etwa 90% von Hill Valley. Das ist leicht verstörend. Auf jeden Fall. So, kann ich das jetzt noch. Laut Emmett druckt dieses Ding Gedankenkarten. Ich will doch nur die Karten da haben. Ich glaube, es wird etwas länger dauern. Gut, in der Zeit kann ich ja mal ein bisschen platschen. Also ich habe gerade. Also heute ist Dienstag. Heute kam die letzte Folge raus. Die jetzt kommt morgen raus, also Mittwoch. Also gestern habe ich mit Velkwai mal wieder die Who's Your Daddy-Folge für Samstag aufgenommen. Schaut rein, also
was ihr da seht, ist echt geil. Ich habe ihn richtig, ich sag jetzt nichts, aber es lohnt sich da reinzugucken. Und Valkyrie auch ein bisschen aufzubauen. Vielleicht lasst ihr ihm irgendwie mal einen tröstenden Satz da. Würde mich freuen. Und ich glaube ihn auch. So, wenn ich das wieder antippe, dann ist doch vorbei. Dann ist das doch... Was habe ich denn vorhin falsch gemacht, bitte? Was habe ich vorhin falsch gemacht? Wenn ich jetzt wieder anmache, dann müsste doch das nächste Bild kommen. Hilfe! Au! Ich fasse zusammen, ich darf das nicht ausmachen. Ich kann aber auch das Teil nicht bedienen. Ich darf die Karten nicht anpacken. Das Ding liest also Emmets Gedankenkarten. Passiert nichts. Irgendwas übersehen? Irgendwas Wichtiges übersehen? Gibt es hier irgendeinen Schalter, der die Dinger hier weiter fern lässt oder sowas? Mann ey, das kann doch nicht sein. Bin ich so aufgeschmissen gerade? Oder sieht das nur so aus? Okay, wir haben viele Gegenstände dabei, aber es ist nichts dabei, was uns irgendwie hilft. Ich brauche eine freie Gedankenkarte wahrscheinlich, oder die liegen hier oben drauf. Die müssen... Oh, ihr merkt gerade, ich bin am Verzweifeln. Ne? Ich bin kurz davor, einen Hinweis zu benutzen. Ne? Aber sowas von. Gut, da komme ich nicht raus. Da komme ich nirgendwo hin. Ihn quatsche ich jetzt nicht mehr an. Kann ich nichts machen, außer das hier. Da oben ist nichts, da ist ein Bild. Ein Bild von Edna. Dieses Bild klicke, da Emmet scharf auf sie ist, soll sie wahrscheinlich eine positive Reaktion auslösen. Und nochmal. Ein Bild von Edna. Ja, das dachte ich mir. Da Emmet scharf auf sie ist, soll sie wahrscheinlich eine positive Reaktion. Ah, rechte Maustaste kann ich abbrechen. Aber wie kriege ich jetzt den dazu, dass er was macht? Und. Wollen wir vielleicht draufdrücken? Oh nein! Oh nein! Oh fuck! Ach, ey. Okay, was ist das für ein Fifi? Halt, den kenne ich doch! Das ist John Wilkes Booth, der Kerl, der Lincoln erschossen hat. Der dürfte eine negative Figur sein. Also brauche ich da einen positiven Effekt. Und den kriege ich durch diesen leckeren Eintopf. Süppchen. Also wenn ich mich an die erste Episode erinnere, dann müsste Eintopf, Rinde-Eintopf, glaube ich, müsste da drin sein. Oder drin gewesen sein. Aber dann frage ich mich, wie kann so ein Eintopfduft so viele Jahrzehnte in dem Topf verweilen? Ich will das gar nicht wissen. Bitte. Gut, okay. Roten Knopf drücken. Genau zielen da. Ach, ist das nicht der Polizist? Hä? Wieso habe ich jetzt eine positive Reaktion? Ja, das ist ein Polizist. Also ich brauche eine negative Reaktion, Kollege. Au! Und weil es so schön war, machen wir das Ganze nochmal. Gucken, wie es geht. Au! Ist einfacher als dieses komische Ding da aufzulegen. Emmets Erfindung weist ihn also als Musterbürger aus? Das werden wir ja noch sehen. Wer ist das denn? Hm. Habe ich jetzt hier irgendwie die ganze Zeit den Duft in oder? Den will ich drauf oder was? Komm. Ich weiß nicht, wer das ist, aber er ist offensichtlich ein Tenen, also wohl eine negative Figur. Ja, und da er gerade schon einen grünen positiven Effekt hat, passt das doch wunderbar.
Strickland. Oh Gott. Warte mal, das ist doch der kleine Strickland, oder ist das Edna selber? Hey, das Bild kenne ich doch aus Ednas Wohnung in 1986. Es ist ein Kind und ein Verwandter Ednas, also ist es wohl eine positive Figur. Nee. Ist es nicht, gehe ich jede Wette ein, das ist eine negative Figur. Au! Au! Ich finde das so geil, wie die das machen. Will ich nur mal hören. Au! So, jetzt ist alles so. Gucken, wie viele Dias noch kommen. Bin gespannt. Trixie! Also für Trixie brauchen wir definitiv eine positive Reaktion und... Na? Dankeschön. Wunderbar. Ich muss mich gar nicht mehr drum bemühen. Ach, fertig. Und schon beschriftet mit seinem Namen. Ist ja wunderbar. Oh. Hey Emmett, ich glaube, irgendwas stimmt mit deinem Gedankentest nicht. Ach, der Schalter hat ständig Kurzschlüsse. Ich habe jetzt keine Zeit, ihn zu reparieren. Das erledige ich auf der Expo. Dann erstelle ich wohl keine Gedankenkarten mehr. Ich schätze, ich probiere es aus und hoffe aufs Beste. Dann probieren wir es mal aus, würde ich sagen. So, gucken wir mal, was das Programm hier sagt. Boah, ganz böse. Jetzt sieht Emmets Karte wie die von Tennen aus. Jetzt muss ich die nur noch mit Emmets originaler Gedankenkarte vertauschen und seine eigene Maschine wird ihm zum Verhängnis. So, dann wollen wir mal gucken. Also, ich erkenne definitiv einen Unterschied zwischen den Karten her. So viel ist richtig, aber... Schade. Schade, kann man nicht sehen. Okay, Emmett, mach dich bereit für dein neues Ich. Hey! Was? Ich hätte beinahe meine Gedankenkarte vergessen. Edna hätte mich umgebracht. Wir werden die Karte bei der Expo als seltenes Beispiel eines Musterbürgers zeigen. Das wird sie vermutlich sowieso tun, wenn sie deine Gedankenkarte sieht. Sobald Emmett auf der Expo ist, muss ich dafür sorgen, dass er seine Karte in den mentalen Affinitätsmesser steckt. Ich konzentriere mich besser darauf, Emmett als untreu und schlampig darzustellen. Okay, so, fassen wir zusammen. Wir haben dieses komische Zeug, was auch immer das bringt. Wir haben ein Fotoalbum, was wir brauchen. Wir haben... Ja gut, für später. Wir haben einen Diamanten. Wir haben ein Fahrzeug, um wieder zurückzukommen. Wir haben die leckeren Kekse. Für die sein sollen, weiß ich bis heute noch nicht. Naja, gucken wir mal. Kann ich die vielleicht Emmett andrehen? Gucken wir mal, vielleicht geht's ja. Zack. Hier, Emmett. Hey, Emmett, schmecken? Kleiner Imbiss. Allerdings, was hast du denn? Das ist so eine Art Algenkuchen. Er soll nahrhaft sein. Oh, davon habe ich schon gehört. Na, hoffentlich ist das gesund. Cool, jetzt hat er auch grüne Zähne. Ist das eine negative Reaktion? Ich hätte ihn auch mit den Keksen füttern können. Ach, das ist ja geil. Ja, okay. Aber ich glaube, wir sind hier durch. Und fahren wir wieder zurück. Nee, Moment, da fehlt noch was, ne? Was braucht sie nochmal? Die braucht noch einen Pelz oder sowas in der Art, war das? Pelz, genau. Oh, guck an, offen. Was ist das denn hier? Der Vulkan sieht aus wie der, den ich in der 7. Klasse mal gebastelt habe. Genau, der sieht richtig toll aus. Der Dinosaurier auch. Wir sollten einen Ausflug zu den Sauriern machen, wenn der echte Doc wieder da ist. Ein Knopf. Die Zeiten in Hill Valley mögen schwer sein, doch unsere Sorgen scheinen unbedeutend, wenn wir uns zurück ins Pleistozän versetzen. Erwartet Sie nur Ärger, wenn Sie vor die Tür gehen? Na, zum Glück ist es kein Tyrannosaurus, König der Urzeitechsen. Und wenn Sie in Schulden versinken, tja, Sie könnten auch in etwas viel Klebrigerem versinken. Zum Beispiel in den Teergruben von Hill Valley. Diesen Blick in die ferne Vergangenheit präsentierte Ihnen Lamonts Hermelinpelze. Denn Pelz ist für die Ewigkeit. Ach,
Pelze also. Guck an. Pelze gespendet von Lamonts Hermelin-Pelze. Wenigstens dienen sie einem guten Zweck. Sie stecken in der Teergrube fest. Bitte? Das ist nicht euer Ernst, ne? Oh Gott. Als ob das eine Teergrube ist. Oh Mann, ich mach meine Ausstellungsstücke mache ich auch immer detailgetreu, weißt du? Also, wenn ich ein Universum mache, dann kommt da auch Vakuum und Universum und Sterne von da oben rein. Also, ich hole die persönlich oben ab. Bisschen sarkastisch gerade gewesen, ne? Was ist denn Reinigungsmittel, ne? Motoröl? Vielleicht kann ich das Motoröl nochmal auffüllen? Ich will das nicht mit dreckigem Öl vollschmieren. Ich will das aber. Warum sollst du es sonst vollschmieren? Die Keksen bestimmt nicht. Gucken, ob uns das angucken können, das würde mich interessieren. Ach. Emmett würde es nicht schätzen, wenn ich seine Kinderfotos so verwende. Ich wollte mir das angucken, ich wollte jetzt nicht irgendwie... In diesem Album sind Fotos von Emmett, die bis in seine Kindheit zurückreichen, sagt er. Okay, ich bin jetzt nicht verzweifelt, aber... Hat er gesagt, irgendwas mit löslich, ne? Oder sowas. Dann versuchen wir das doch mal. Ja, okay. Sparen wir uns das. Gut, dass ich das vor dem Ablauf von Emmets 12-Stunden-Frist gemacht habe. Sonst hätte der Reiniger den Pelz aufgelöst. Dann wollen wir mal die Pelze ablegen, nicht wahr? Guck an, wie einfach das ist. Noch ein Pelz? Tut mir leid wegen der Pelze, Jungs, aber dort, wo ihr hingeht, braucht ihr sie nicht. Nee, kein Pelz mehr. Okay, damit haben wir alles für die große Show, würde ich sagen, ne? Nee, hier ist sie, genau. Bleibst du hier? Hi, Trixie. Oh, hey, Kleiner. Sag mal, wäre es nicht am einfachsten, wenn ich zu dieser Strickland-Tante gehe und ihr eine verpasse? Ja, es wäre zwar unterhaltsam, aber deswegen würde sie sich nicht von Emmett trennen. Ach ja, richtig. Hast du alle Requisiten, die ich wollte? Die Pelze, den Diamanten und das Fotoalbum? Nicht alle, aber ich arbeite daran. Wie nicht alle? Ich brenne darauf, dem feinen Fräulein eine Vorstellung zu geben. Jetzt sag nicht, ich brauche zwei Pelze. Ich habe Pelz, ich habe Fotoalbum und ich habe den Diamanten. Brauche ich wirklich zwei Pelze? Gibt es hier zwei Pelze? Gibt es da zwei Pelze? Ich habe nur einen gesehen. Der Vulkan sieht aus wie der, den ich in der 7. Klasse mal gebastelt habe. Das will ich gar nicht wissen. Hier ist nur ein einziger Pelz. Ich bin gerade etwas überfragt und überlege gerade. Wo ist noch ein Pelz? Ich sehe hier keinen weiteren Pelz. Man muss aber sehen. Ach, ich würde da einfach nur ganz gerne vorstehen. Vielen Dank. Nee, da ist kein Pelz. Das ist ja Zukunft. Wenn ich darüber gehe, ich meine, da ist noch ein Pelz, aber muss ich mir mal ein... Ich versuche das jetzt nochmal, wisst ihr? Ich versuche es nochmal. Ich habe sie schon besprüht. Tja, dann nehmt doch den Pelz. Tut mir leid wegen der Pelze, Jungs, aber dort, wo ihr hingeht, braucht ihr sie nicht. Scheiße. Der Pelze. Welcher Pelze? Ihr habt doch nur einen Pelz gezeigt. Wir sollten einen Ausflug zu den Sauriern machen, wenn der echte Doc wieder da ist. Ich hoffe, ihr macht auch einen Ausflug zu den Sauriern. Falls Jennifer und ich mal das große Geld machen, werden wir uns nie sowas um den Hals hängen. Ja. Gucken wir mal, ob ich ihr das jetzt einfach geben kann. Hey Trixie, sind diese Pelze gut genug? Naja, sind etwas schäbig. Das ist aber jetzt nicht wahr, oder? Ich könnte ihr die ganze Zeit das ganze Ding geben. Ich bringe sie Ihnen. Okay, Fotoalbum hier. Zack, mal daneben. Ich habe Emmets Fotoalbum mitgebracht. Mal sehen. Wow, sieht gar nicht so schlecht aus für einen Eierkopf.
Denken Sie daran, Sie sollen ihn nicht wirklich verführen. Ich vergreife mich nicht an Kindern, Kleiner. Jetzt bring mir den Diamanten und wir sind im Geschäft. Wie geil. Ja, okay, ich bringe jetzt den Diamanten. Und dann würde ich sagen, werfe ich kurz einen Blick auf die Uhr und sage, den Diamanten gebe ich in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich habe einen Scheiß-Spoiler, ich weiß, aber ihr müsst bis morgen warten. Tut mir jetzt sehr leid. Wir gucken, was passiert in der nächsten Folge morgen. Seid gespannt. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Und während die Dame hier noch so ein bisschen auf und ab stolziert, wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Heute dürfte Donnerstag sein. Ja, müsst ihr dementsprechend durchhalten. Es ist nur noch morgen. Dann ist wieder Wochenende. Also, bis dann. Tschüss.